GFK steht für das Gutenberg Forschungskolleg an unserer Universität. Das ist eine Institution, die vor 4 Jahren gegründet wurde im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes. Und die Ziele des GFK sind die Förderung individueller Exzellenz. Das heißt, wir versuchen, hochrangige Wissenschaftler aus Deutschland, aus dem Ausland gezielt zu fördern, indem wir ihnen Fellowships verleihen für eine Dauer von bis zu 5 Jahren, die sie von ihren Lehr- und administrativen Aufgaben befreien, sodass sie sich ganz der Forschung widmen können. Ich grüße Sie herzlich zu dieser ersten Feier des Gutenberg Forschungskollegs, in der wir 5 neue Fellows begrüßen möchten und ihre wissenschaftlichen Leistungen würdigen möchten. Also die große Stärke des Gutenberg Forschungskollegs liegt darin, dass man ganz herausragende Forscherinnen und Forscher, Künstlerinnen und Künstler auszeichnen kann. Man kann ihnen Zeit geben für ihre Forschung oder ihre Kunst, indem sie 5 Jahre lang von allen anderen Verpflichtungen entbunden werden oder bis zu 5 Jahre lang von ihren Verpflichtungen entbunden werden. Die Fachbereiche werden entsprechend entschädigt, dass die Studierenden nicht darunter leiden. Und auf diese Weise kann man Leute aus unserem Haus auszeichnen. Man kann aber auch exzellente Leute von außen gewinnen, dass sie für eine bestimmte Zeit oder auch auf Dauer zu uns kommen. So wichtig es ist, Ressourcen zu bündeln und zu versuchen, die fachliche Vielfalt unserer Universität durch den interdisziplinären Blick auf gemeinsame Forschungsfragen konstruktiv zu nutzen, so wichtig ist es eben wegen des klaren Bekenntnisses zur vollen Universität, dass wir die Förderung individueller Leistung nicht auf einige wenige Schwerpunktbereiche beschränken. Was ich natürlich seit vielen Jahren auch im Fokus habe, das ist die translationale Medizin. Und unter translationale Medizin betrachtet man die Umsetzung neuer basiswissenschaftlicher Ergebnisse, die vielversprechend sind für die Diagnose oder Behandlung von Erkrankungen, in die praktische Medizin. Und zwar so schnell wie möglich und so effektiv wie möglich zum Nutzen der Patienten. Und ich sehe hier in Mainz, auch im Rahmen des GFK, was ein guter Teil dieser Operation ist, exzellente Möglichkeiten, diese translationalen Ziele, wie ich sie nennen möchte, zu verwirklichen. We plan to have a couple of students from Mainz work with me jointly here in Mainz and in my laboratory in California at IBM Research. And what we hope to do is form a very substantive collaboration between IBM, Stanford and Mainz to work on problems of what we think are very, very interesting problems which require this sort of collaboration, international collaboration between scientists, the very best scientists we hope here in Mainz and in my own institution and at Stanford University. Ja, für mich als Musikerin ist das natürlich was ganz Besonderes, da die Universität Mainz, die Musikhochschule sozusagen in die Universität eingegliedert hat, sind wir auch Teil der Gesamtuniversität und diese Möglichkeit hat für mich auch dieses Fellowship überhaupt erst werden lassen. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Ich habe viele Forschungsideen und Möglichkeiten, an denen ich natürlich früher schon gearbeitet habe. Und jetzt im Moment merke ich richtig, dass ich die Möglichkeit habe, loszulassen, Dinge zu lesen, die ich schon lange lesen wollte, auch komplexere Buchprojekte wieder in Angriff zu nehmen und so weiter. Und das muss ich sagen, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, auf die ich mich riesig freue. Es stehen auch Besuche an im Ausland, Einladungen zu Gastvorträgen überall. Ich bin ja Sprachwissenschaftler und von daher gesehen beschäftige ich mich mit Sprachen, die überall in der Welt gesprochen werden, wo ich dann hingehen werde und kann.